Wenn sie eingesetzt wird, schießt sie Säure auf nahe Gegner. Das nehmen wir vielleicht nochmal mit. Weiß auch nicht, was das 0, 0, 0 von 2 heißt. Wenn wir 6 davon haben, das macht keinen Sinn. Ja, stream alle Hogwarts Legacy, wa? Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Ich gehe komplett ohne Zaubertränke rein. Revelio. Hast 6 Stück, kannst aber nur 2 gleichzeitig einsetzen. Was heißt gleichzeitig? Also im Kampf kann ich nur 2 benutzen, oder wie? Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Revelio. Nur Spinnen und so. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Leviosa! Incendio! Accio! Incendio! Accio! Incendio! Fuego! Relativ smooth war das. Morgen wieder mal besser. Ja, na, dann ist es aber relativ entspannt, weißt du? Wenn du sagst, nach einer gewissen Zeit verschwindet das und so, dann kann ich ja einfach nur durchhalten und kämpfen. Krieg ja hin. Und jetzt habe ich hier eine Schatztruhe. Ich hoffe, das wird geil drin. Bitte irgendwas, was grün ist. Parierte Handschuhe. Wahrscheinlich auch erst ab Level 17. Wir sind 3 plus. Aber ich glaube auch nicht, dass irgendwas besser ist als mein Umhang. Brauche auf jeden Fall hierfür noch 2 blaue oder lilane Sachen und hier wenigstens noch eine legendäre. Obwohl legendär ist mir egal wohin. Ich brauche auf jeden Fall welche, die diese Eigenschaften haben zur Verbesserung. Platzstufe. Weißt du? Morgen, mein Lieblingsmod Lenny. Was geht? Schön, dass du am Start bist. Wir zocken noch. Ich wollte eigentlich schon pennen, aber irgendwie. Komm nicht dazu. Oha. Akio! Diese Plattform sollte direkt zu mir schweben können. Ja.
Revelio. Was sind denn das für Pflanzen? Oh, Diptanblätter. Oh mein Gott. Warum macht da keinen Sinn, diese Plattform? Da kann er hier hochlaufen. So wie ich gestern. Dieses Game hat so einen Suchtfaktor. Ja, ja. Das ist krass, ja. Ich komme auch langsam mit den Kombis klar. Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Ich weiß aber nicht, ob die Leute lügen oder nicht lügen. Auch den mit dem Reparieren nehme ich mal raus. Ich nehme mal lieber Incensio drin. Expelliarmus? Soll ich Expelliarmus noch mit reinnehmen? Ich nehme Expelliarmus. Dass du das halten kannst und so, ist auch krass. So, das habe ich voll spät gecheckt. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bewegen. Das Game ist halt einfach geil. Geil. Der dritte Schuss macht so Damage, Alter. Noch ein Rätsel. Wenn Jack Doyle lösen konnte, kann ich das auch. Was Rätsel? Ich muss halt bloß raufschießen. Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Oh, hinter dem Felsen. Da ist das Symbol. Danke für den Follower. Mit dem Felsen? Ah. Gerne. Ist aber nicht selbstverständlich heute. Muss man mal Danke sagen. So, pass auf jetzt hier. Machen wir das hier mal. Von hier. Und danke für den nächsten Follower. Das sind drei. Ja, ja, ist mir klar, dass hier drei sind, aber. Sehr gerne. Danke für den nächsten Follower, Tatz. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. So, sag mal. Wer ist der Chef? Wer ist der Chef? Kann man die digital schon spielen? Bei mir ist noch alles aus drauf. Bemerkenswert. Welche Plattform? Also ich spiele seit 12 Stunden und 36 Minuten. Ich mach mal kurz Pause hier, weil wenn jetzt Leute reinkommen, nicht, dass ich die spoilere. Steam ist erst ab 19 Uhr, mein Lieber. Sir Lancelot. Schöner Name übrigens. Da ist erst ab 19 Uhr das möglich. PC. Also ich habe auch Videos dazu gemacht, auch auf TikTok habe ich ja ein Video dazu gemacht oder eine Stellungnahme, dass ich es halt doof finde, dass PlayStation 5 ab 0 Uhr geht. Ja, jetzt kommt es nämlich. Um 19 Uhr können die Leute erst auf dem PC spielen, die auf den alten Konsolen können erst im März spielen. Ja, die CD bekommen haben. Ich habe am Freitag oder Samstag, ich weiß es nicht mehr, ich glaube Samstag war das, habe ich ja die Collector's Edition zugeschickt bekommen, ja. Ja, geil kriegt. Und hätte ich spielen können ab Samstag. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe die Collector's Edition nicht aufgemacht, weil ich gesagt habe, pass auf, mein Kumpel wird das Spiel auch spielen. Der ist auch ein richtig krasser Suchti, also richtig Harry Potter-Fan, so eingefleischt die ganze Familie. Und wir haben gesagt, wir zocken beide zusammen auf dem Dienstag, also heute um 0 Uhr vor 12 Stunden und 30, gehen wir beide gleichzeitig drin. Er pennt jetzt schon. Ich konnte nicht pennen, weil ich hatte noch eine dreifache Wurzelbehandlung zwischendurch um 9 Uhr. Deswegen musste ich da kurz hin. Und deswegen finde ich es blöd. Vor allem, weil PlayStation auch eine Mission hat. Für PlayStation sollte es exklusiv rauskommen.
Macht echt Spaß, hier zuzuschauen. Dankeschön. Ich reite Biene, das ist auch ein schöner Name. PlayStation hat halt eine exklusive Mission. So. Das hat keine andere Plattform. Nur PlayStation 5. Ja, ob die PlayStation 4 Version das hat, weiß ich nicht. Ich glaube nämlich nur PlayStation 5. Das soll als DLC für andere Plattformen zugänglich sein, aber nur gegen Cash Money Money. Ja, und das hat meiner Meinung nach ein großes Problem. Also es gibt mehrere Probleme von dem Release. Also ich hätte es auch schon spielen können mit CD. Wäre kein Problem gewesen. Ich hätte wahrscheinlich auch Warner Bros. Jetzt anfragen können. Das habe ich am Anfang vom Stream auch gesagt. Ich war so dumm. Ich hätte eigentlich anfragen können, ey, gib mir doch bitte 2 Early Access Codes, ja, für die digitale Version, für mich und meinen Kumpel, so, und wir streamen das zusammen. Ja. Wäre alles kein Problem gewesen. So. Habe ich gar nicht gemacht, weil ich nicht daran gedacht habe. Dabei habe ich ja einen Vertrag mit Warner Bros., was aber eigentlich ja nur das Spiel Black 4 Blood betrifft. Aber das ist auch wieder eine andere Sache. Also, durchschissen. Wenn ich jetzt, ich werde jetzt die Tage nochmal anfragen, vielleicht kriege ich nochmal kurz für die Deluxe-Version, für die Konsole selbstverständlich, und dann hau ich die raus, verschenke die. Wir haben schon 2-3 Leute, die wollten die kurz haben, dann verschenke ich die einfach. Steam, tut mir leid. Es tut mir leid. Ich verstehe das nicht. Ich ganz persönlich verstehe nicht, warum der PC und der Konsolen-Release nicht um die gleiche Uhrzeit ist. Ja, entweder, weißt du, es gibt ein schönes Sprichwort. Entweder ist keiner oder alle essen. Also entweder alle essen oder keiner essen. Sozusagen. Ich weiß nicht, ob irgendwer das Sprichwort kennt, so, weißt du. Wir kommen aus Berlin und da haben wir öfters gesagt, so, wenn wir mit Kumpels unterwegs waren, so, und der eine konnte sich keinen Döner leisten, so, weißt du. Weil er gerade keine Kohle hat oder so, da haben wir gesagt, entweder essen alle oder es ist keiner. Ganz einfach. Also, lief es immer darauf hinaus, dass wir ihm das Geld ausgegeben haben. So, weißt du, was ich meine? Scheiß mal auf den Döner, Digga. Da muss man nicht mausern. So. Freundschaft ist mehr wert als Geld. Das ist schon ein mega Game. Rebellion. Ja, war klar, dass sie hier wieder lauern, Alter. Kann ich nicht hier hochklettern und die überraschen? Ach komm, ja, dann überrascht mich. Oh, Spinnen. Ja, die greifen mich ja nicht an. Also auf jeden Fall alles sehr verwinkelt. Ich muss gucken, dass ich alle Schätze mitnehme. Ansonsten ist es doof, Mann. Sonst ist es wirklich doof. Ja, ich muss auch. Wenn, ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Also wenn nachher. Es gibt keine Spur von ihm. Ich weiß nicht, wer von euch noch von Weiß Gamchi ist. Wenn der nachher live ist oder so, weiß ich nicht, dass irgendwer mich kontaktiert, weil wir müssen uns da auf jeden Fall kenntlich zeigen und da mal ein paar Subs raushauen. Auch wenn es vielleicht erst übermorgen ist oder so, wenn er erst wieder live kommt, ich weiß nicht, oder morgen. Da müssen wir uns auf jeden Fall kenntlich zeigen, dass er mich da gehostet hat, also geratet hat. Das ist heute nicht selbstverständlich und so und sollten natürlich viele Leute mehr machen, so Leute sich gegenseitig unterstützen, so. Aber ich finde es immer nett. Wenn man invaded wird, man sagt immer Danke so. Und manchmal hat man das Gefühl, kommt er nicht so richtig dankbar rüber, weißt du, ich meine so. Mehr als Danke sagen kann ich ja im Moment nicht. Und mich darüber freuen. Aber ich will mich wenigstens erkenntlich zeigen an Samwise Gunshi und ihm sagen: Hier, pass auf, kriegst ein paar Subs von mir. Ja. Als kleine Dankeschön so. Einfach eine nette Geste so, finde ich. Sollten viel, viel mehr Leute machen. So. Muss ich jetzt hier runter? Ich geh jetzt einfach runter. Akio. Gut, dass Jackdaw da nicht runtergefallen ist.
Ich geh mal hier hin. Incendium. Eine unberührte Truhe. Dektor war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Oh. Was ist denn hier los? Stupo ist so strong, Alter. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Ein bisschen Rimpel an hier. Achso. Natürlich eine geile Höhle. Brauche ich aber irgendwie noch eine Anzeige, dass... Ja, irgendwie... Dass ich fertig bin mit der Höhle, dass ich alle Loots habe oder so, weißt du? Akio. Akio. Nee, Quatsch. Oder? Weil das ist sinnvoll. Hier lang? Ja. Dann gehen wir erstmal hier lang. Ich glaube nämlich nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass am Ende... Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Sag's doch mal. Aber es gibt keine Spur von ihm. Akio! Akio! Es spielt so genial, Alter. Das ist so krass. Boah, was, Alter? Incendium. Irgendwas abgeschlossen haben. Let's go, boys. Gut. Wir machen das jetzt hier. Ich find's scheiße, dass ich ohne Zaubertränke hier drin bin. Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Oh, große Räume sind scheiße. Große Räume lassen Platz für große Spinnen. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, siehste? Aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Ist schon alles wieder voll. Müssen wir das zerstören, was am wenigsten Geld bringt? Ist irgendwas, was krasser ist? Ja. Oh, das sieht wenigstens cool aus. Ja, das zerstören wir, ist egal. Was ich cool finde in dem Spiel ist, dass wenn du das letzte Rüstungselement aufgenommen hast und er dir sagt, du bist voll, dann passiert das alles sozusagen vorher. Also der sagt dir, okay, du bist voll.
Und dann weißt du, okay, das nächste kann ich nicht mehr aufheben. Bei allen anderen Spielen ist es so, dass er dir erst sagt, dass du voll bist. Wenn du wirklich voll bist, weißt du, was ich meine? Dann bleibt es liegen. Also kommt es mir auf jeden Fall vor. Was ist denn hier los? Warum sind denn da so eine Räume drin? Ist das ein Hogwarts-Raum? Okay. Ich fand, ich habe immer noch die Tür da vorne, fehlt mir irgendwas. Ich kann auch nicht Touchpad drücken, das nervt mich ein bisschen. Karte nicht verfügbar. Okay, nein, brauchen wir gar nicht gucken. Akio. Freue mich auf das andere. Nicht Akio, sondern das wurde. Rebellion. Okay. Aber das ist aber der Plan von dem Game, meine Güte. Ja. Nach 20 Stunden endlich mal einen Trank gefunden, Alter. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Revelio. Ich weiß nicht, wer der hat schon, ne? Aber wir haben was bessere Depunde, das ist nämlich gut. Oder? Ja, besser davon eigentlich. Ja, besser davon. Ne? Das. Ja, bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, außer einfach das bessere zu nehmen. Um noch krasser zu sein. Hilft alles nicht. Aber hier komme ich auch nicht weiter. Hier geht's auch nicht durch. Also da kann ich auch gleich wieder runterspringen hier. Das war alles nur für. Ja, nicht für die Katze, aber es war schon. Ja, ein bisschen Mutti, ein bisschen Rindknuspern. Da ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Ja. Noch mehr Spinnen? Ich kann Richard Victor nicht enthaupten haben. Im Zentrum. Akio. Im Zentrum. Das ist so geil, Alter. Da kommt er so nah raus. Akio. Incendio. Mach's gut, Monster. Seit Jackdaw hier war, haben sich diese Spinnen sicher rasant vermehrt. Das war ja mega geil. Das war ja mega geil, wie er die Spinne klein gezaubert hat und dann raufgetreten hat, Alter. Das war ja ein Big Move, ey. Rebellion. Puh, das war richtig geil. Das hat mir richtig gefallen, Alter. Das fand ich richtig, richtig stark. Sag schon nice. Das sah schon nice aus, das so. Komm. Ah, ich muss mich nach dem Symbol umsehen.
Das war schon nice. Das war richtig nice, oder? Würde ich klippen an eurer Stelle. ich muss doch sagen, also wir machen mal kurz, ich muss nochmal auf Klo. Ich habe irgendwie zu viel getrunken heute. Guck mal, Besen. Wir haben keinen Besen. Wir haben nicht mal ein Reittier. Wir haben nicht mal generelle Haustiere. Wir können nicht mal irgendwie selber irgendwas züchten. Wir haben keinen Raum. Ich spiele das Spiel seit 13 Stunden. Und ich komme jetzt langsam an die Grenze, wo ich sage, ich müsste doch bei der Hälfte sein von dem Spiel. Und da muss ich euch ganz definitiv sagen, es fühlt sich nicht an, als ob ich überhaupt ein Viertel von dem Spiel gesehen habe. Also wirklich. So. Ich bin noch sehr langsam, sag ich mal. Ich gucke mir viele an, ich mache Nebenstories, ich lese mir viele durch. Ich will auch die Story richtig aufsaugen, ja. Aber das ist unglaublich, wie riesig das Spiel ist. Das ist unglaublich. Und eigentlich erwartest du von so einem Harry Potter Spiel, wenn du die früheren Teile gespielt hast, dass die alle so 7 Stunden lang sind. So, weißt du, was ich meine? So ein kurzes Ding. Streamst du einmal, ist fertig. So, weißt du? Aber ist halt nicht so. Ist so big. Ich muss wirklich kurz auf Toilette, Leute. Verzeiht mir wirklich. Ich bin gleich wieder da für euch und dann geht's weiter. Dann muss ich mal gucken, wie mein Controller. Ja, ich habe ja noch meinen anderen Controller, aber mit dem will ich ungern spielen. Oh, mein Rainbow-Controller ist. Oh. Mit dem spiel ich eigentlich nur Rainbow. Wegen Glück und so, weißt du? Dann gehen wir mal gucken wegen Post. Den Stream-Marathon hier. Weil einer Uni Klausur schreiben muss. Wieso kannst du jetzt schon zocken? Wie jetzt schon? Ich zock seit 13 Stunden. Also ich hätte seit Samstag zocken können. Da steht sie. Ach nee, hab ich weggeräumt, wa? Hab ich weggeräumt. Ja, ist ja. Da steht sie nicht mehr. So, leck das durch, hab ich weggeräumt. Ja, aber wie? Wie? Also. Bei mir geht erst ab dem 10. Also, ja, ich weiß immer nicht, ob ich das nochmal erklären soll oder ob ich einfach auf mein TikTok-Video verweisen soll. Aber es ist so ein bisschen, ja, komm, guck dir mein TikTok an, lass Follow da und so. Das klingt immer so ein bisschen kacke. Deswegen, also, für dich nochmal, alle Leute, die die CD bekommen haben. Ich habe am Samstag oder Freitag, ich weiß es nicht genau, die Collector's Edition bekommen. Ich hätte ab dem Tag die Collector's Edition auspacken können, hätte mit der CD spielen können. So, alle Konsole- und Xbox-Spieler können ab 0 Uhr, also vor 13 Stunden, haben sie angefangen zu zocken. Die Leute, die die Standard-Edition haben, können erst ab dem 10. spielen. Offizieller Release ist der 10. Wenn du es auf Steam gekauft hast, auf PC spielst, du musst immer deine Plattform dazu schreiben, dann kannst du erst ab heute 19 Uhr spielen. Ja? Ansonsten geht's sofort. Je nachdem. Nee. Fabi! Baby. Moin, moin. Wenn du PC hast, dann ab 19 Uhr, genau. Dankeschön. Ey, kein Problem, Digi. Dafür bin ich da. Aber ich habe die Frage, guck mal, ich stream seit 30 Stunden. Ich habe die Frage bestimmt schon 100 Mal jetzt beantwortet. Du warst die ganze Zeit jetzt live. Ja. Scheiße. Wir hatten zwischendurch 700 Zuschauer. Naja, habe ich gehört. Ja, ich war ja, wann war ich weg? Halb drei oder so, oder? Ja, ist gut. War so geil. Oskar hat vorhin noch gefragt. Es waren so geile Momente schon dabei. Oskar hat vorhin gefragt, wie viele Zuschauer hast du denn? Ich so, 5. Ja. 5 habe ich noch. Und dann hostet mich Sam Weiß Ganschi mit 700 Leuten, 600 Leuten oder was. Also da stand 500 Leute, hat er mich gehostet oder so. Und auf einmal waren 700 da. Überkrank. Richtig lange. Muss ich auch nochmal ein paar Subs rausholen bei dem Jungen. Und dann die nächste Situation war, dass ich meinte, ja, ich habe bis jetzt nur einen Bug gehabt. Ja? Ja. Dass Leute auf der Stelle rumgelaufen sind. Wirklich eine Sekunde danach bin ich in einen Stein geglitscht während des Kampfs und kam nicht mehr raus, musste Spiel neu starten, Digga. Bruder. Ah, scheiße, so, Digga. Alter, so los. Und dann hatte ich noch bei dem Duell hatte ich auch noch einen Dingsums. Einen Bug. Da sind die alle stehen geblieben, konnte die alle ficken. Also mir ist, gut, ich habe ja auch gestern nur 2 Stunden noch oder heute Nacht 2 Stunden gespielt, aber da ist nichts passiert. Ja, ich suche, also ich testet ja auch Herz und Nieren.
Mhm. War nicht da, kenne nur Six Twitch von dir. Alles gut, ja, die meisten kennen nur Rainbow Six Siege von mir. Obwohl, ich check meinen YouTube-Kanal aus. Ich kann euch nur sagen, lasst ein Follow bei meinem YouTube-Kanal da. Ich habe über 200 verschiedene Games durchgezockt, Tipps-Videos zu gemacht, zu PlayStation, zum Sharen, wie du richtig sharest zwischen PlayStation 4 und 5 oder nur 5 oder nur 4, wie du PlayStation Plus sharest. Ich habe so viele Tipps-Videos gemacht. Guck dich das an, das wäre mir eine Herzensangelegenheit, wenn da eh noch mal ein Follow da ist, aber ist kein Zwang. Tu dich nicht an. So. Wir müssen jetzt weitermachen. Wo ist denn die verschissene Bibliothek? Weiß ich nicht. Ich muss näher an Jektors Überreste herankommen. Oh nein! Und an die Seiten. Ah, ich hab die Bibliothek gefunden. Alter. Jetzt spielst du der Hammer, Digga. Okay. Jetzt spielst du der Wahnsinn, Alter. Na, die Bibliothek sieht schon... Da ist Jektor, so tot wie eh und je. Sehr, 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 sehr gut aus. Was ist passiert? Scheiße. Muss ich das wieder passieren? Ich muss mich mal ein bisschen leiser machen, Fabi. Ah, ja. Weil jetzt... ist Action. Hier ist sie. Deine Ausrüstung... Die Karte deines Verderbens, Jektor. Deine Ausrüstungsplätze sind voll. Ist in diesem Raum noch etwas? Geil. Ist alles voll, was ich hab. Alter! Bam, bam, zack, Alter! Bam, bam, zack, 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 Alter! Bam, bam, zack, Alter! Ey, Kussmann, dankeschön, Alter. Lass dir da, liebe... Ey, Bruder, ey, überhaupt nicht notwendig. Das weißt du selber, aber ey, danke. Vom Herzen, Mann. Danke, danke, danke. Kuss, Kuss, Kuss. Kuss, Kuss, Kuss. Hat sich meine dreifache Wurzelbehandlung heute früher noch gelohnt. Papa. Bist du wirklich zum Zahnarzt? Ja, ich bin wirklich zum Zahnarzt gefahren. Und der hat in einem Zahn sind da diese drei Nerven und der musste alle Wurzeln mit so einem langen stacheligen Draht ausbürsten und... Oh, Bruder. Ich bin so gestorben, weil der Scheiß... Ja. Muss die ganze Scheiße jetzt hier zerstören. So, let's go. Ich höre dich gerade, Fabi. Ich höre dich gerade nicht, Fabi. Ja, also, wir reden gleich. Idiota.
Ich bin wieder wach. Hey, Tamman, hey, Digga. Sam, also bleib mal kurz im Stream, Digi. Bruder. Ich bin auch dabei, ich hatte heute eine dreifache Wurzelbehandlung noch. Ich musste kurz Streampause machen. Aber ich wollte mich nochmal persönlich bei dir bedanken, Digi. Oh nein! Oh, jetzt hat er mich das erste Mal getroffen. Nein, und jetzt geht's los. Okay, komm. Oh, böse Dicker. Oh, bitte nicht noch einer. Das ist unheimlich. Bitte nicht noch einer. Was war denn das? Die Finisher sind der Hammer. Gerade eben, ich habe auch meine Finisher aufgehoben für diese. Ich weiß nicht, ob du hier schon warst. Ich denke mal aber schon. Für diese großen roten Spinnen. Diese zwei großen roten Spinnen. Und der eine, er hat diese eine rangezogen. Dann hat er die klein gehext. Ja, so ganz klein. Und hat einfach raufgetreten, Digga. Ja, vielen lieben Dank. Also, Sam, weiß Gamchi, du, ich habe schon dem Chat gesagt, ich wollte mich da auf jeden Fall nochmal bedanken bei dir für den Raid. Ist ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Von daher, wenn du da nochmal live bist oder so, dann will ich mich da auf jeden Fall nochmal Erkenntlichkeiten zeigen. So ein kleines Dankeschön, so weißt du. Kleines Danke. Also, sag Bescheid, wenn du live bist. Ja. Gut. Ja, ich zock weiter. Ich hab durchgezogen. Ich musste um 9 Uhr zur Wurzelbehandlung. Zum Zahnarzt so, das hat eine halbe Stunde gedauert so. Aber dann habe ich weitergezockt. Bis jetzt. Genau. Ich komme nicht los, Mann. Ich wollte eigentlich schon vor einer Stunde pendeln. Ich habe gesagt, 12 Stunden mache ich, aber irgendwie, ich komme nicht los. Da kommt doch eine Mission. Dann, ja, komm, machst du das Kleine noch. Dann machst du das noch. Jetzt mach ich gerade die ganze Zeit eine Hauptmission. So wieder, Digga. So wieder, Digga. Ja, danke dir nochmal für deinen Raid. Also wirklich. Warte jetzt aber auch öfters, zeig jetzt nicht mehr. Danke. Und ich wollte dich fragen, ob du ein Spiel auf schwer spielst. Ich habe ja das Spiel extra auf schwer gestellt. Sehr gerne. Ich durfte ja selber einen Raid erfahren, da wollte ich das weitergeben. Raiden eigentlich immer, wenn aus meinen Follower-Liste, aber die waren natürlich nicht online. Da wollte ich wen raiden, der das spielt. Nee, ich spiele auf normal. Ja, ich finde es halt einfach nur echt gruselig, dass ich Mickey TV geguckt habe. Den Stream nebenbei offen hatte, ja, weil ich ja auch gucken wollte, ey, gibt's bei ihm Drops, so, bei ihm gab es aber keine Drops, weil wir vorhin dieses Thema hatten, warum ich keine Drops aktiviert habe und so weiter und so fort. Und dann hat einer geschrieben, bei mir funktionieren die Drops, deswegen hat er geschrieben, in Titel Drops aktiviert, aber anscheinend funktioniert es doch nicht. Und dann hat er dich geradet, ja, und dann habe ich dir ja zugeguckt, so, beziehungsweise hat dir ja zugeguckt. Und das ist, also, Digga. Das ist total verhext, könnte man sagen. Danke für den Follower, Digi. Danke, Bro. Das ist total verhext, weil... ich hatte heute schon mehrere Situationen, die echt komisch waren. Wir haben einen Bug gefunden. Dann habe ich gesagt, ey, das ist der einzige Bug, den ich gefunden habe. Danach habe ich mich in einen Stein gehext. Bin nicht mehr rausgekommen, ich muss das ganze Spiel neu starten. Ich kam nicht mehr raus, konnte nichts mehr machen, nichts mehr drücken, nicht mehr Inventar, nichts, gar nichts. Eine Sekunde nachdem ich gesagt habe, ich habe mir nur einen Bug gefunden, das Spiel ist ja bugfrei, eigentlich fast. Ja, ist halt weiter so. Aber ich bin doch noch ein bisschen high, muss ich sagen, von den ganzen Schmerzmitteln, die ich mir gepumpt habe jetzt. Weil der Zahn scheiße wehtut. Und machen wir Fabio ein bisschen lauter, der ist nämlich von der Uni gekommen. Wie ist eigentlich deine Prüfung gelaufen, Digga? Okay. Hast du verstanden? Nein, hat schon. Ich denke schon, ja. Also ich werde es dann nächste Woche erfahren wahrscheinlich. Okay. Sollte gepasst haben. Ist aber heute nicht das Wichtigste. Okay. Ja, das Wichtigste ist nämlich Harry Potter, meine lieben Freunde. Let's go, wir gehen wieder rein. Absolut. Nicht identifizierter Gegenstand rücken? Okay. Looten und Leveln, Alter. Rebellion. Ich hätte den Zauberer auch gerne zu Hause, Digga. Wenn ich meinen Autoschlüssel suche, Alter. So, ich lurke mal. Haushalt.
warte, bevor ich dann koche und danach streamen kann. Ja, schreib mir mal, wenn du streamst, Digi. Wäre sehr lieb, wenn du da mal Bescheid sagst oder so. Weil ich ja vielleicht auch irgendwann offline gehen würde wollen. Also eigentlich müsste ich noch casten nachher. Aber ich habe den Cast abgesagt. Und ich habe mir auf ganz spontane Nase morgen noch Urlaub verschafft. So. Und ich hoffe, dass mein Cosplay heute kommt. Bei Amazon stand morgen. Ich habe extra Expresslieferung gemacht, weil da stand, es kommt heute. Naja. Und ich meinte, was das früher mal war. Rebellion. Wie süchtig du bist. Digi, ich war vorher schon extrem süchtig. Ich meine, ich habe die ganzen Harry Potter-Teile geguckt. Ich habe Oscar, der vorhin auch mitgespielt hat, den habe ich 3 Stunden, als wir Overwatch gespielt haben, bevor er Release war. Das habe ich schon mal gesehen. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Dann habe ich 3 Stunden mit random Packs über Harry Potter zugelabert. Was nicht alle drin ist und so weiter und so fort. Über Grindelwald und ach, der war überkrass. Bin zu Rewe gefahren und habe die Intro-Musik von Harry Potter gehört, Digga. Bruder, ich war völlig im Rausch, Alter. Völlig im Rausch. Passiert mir selten so. Also sonst kenne ich das nur von Dark Souls, Demon's Souls oder Elden Ring Spielen halt, also von From Software Games, dass ich da so im Hype bin. Aber ansonsten